Erze abzubauen ist eine der wichtigsten Sachen in jeder neuen Minecraft-Welt. Nur sieht der Weg dahin meistens ungefähr so aus. Deswegen werden wir in diesem Video einen riesigen Minenschacht bauen, der nicht nur so richtig cool aussieht, sondern uns auch blitzschnell transportieren kann. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Einfach Minecraft mit mir Vinale. Ein neuer Tag bricht an auf unserem Minecraft-Abenteuer und heute haben wir wieder eine ganze Menge vor. Aber vorher sollte ich euch erklären, warum man kein Inventar sieht und warum man eine Facecam so lag. Während der Aufnahme hat sich mein PC komplett verabschiedet und statt normal aufzunehmen, anscheinend irgendwo auf Hawaii gechillt. Der Sound ist zum Glück da, aber das Video war nicht zu gebrauchen. Aber in dieser Folge sind sehr krasse Sachen passiert, deswegen wollte ich unbedingt das Video retten. Über Replay Mod habe ich das Gameplay bekommen, zwar ohne Inventar und aus irgendeinem Grund ist die Farbe vom Zaun manchmal verbaut. Und die Facecam wird für dieses Video dieses wunderschöne animierte Bild von mir sein. Aber am Ende hat sich das richtig gelohnt und es ist eine extrem spannende Folge geworden. Also viel Spaß, Freunde, und zurück zu unserem Zelt. Das allererste, was ich nämlich machen möchte, ist unser Zelt ein kleines bisschen gemütlicher zu machen. Dazu können wir uns einfach mal ein paar Teppiche machen und die einfach mal hier vorne vor das Bett hinlegen. Das sieht doch schon alleine viel besser aus. Als nächstes machen wir uns ein Zauntor und hier an die Seiten kommt dann jeweils ein Zauntor hin. Dann kann uns hier auf jeden Fall nicht ein Baby-Zombie reinrennen oder sowas. Und die letzte Sache, die ich hinzufügen möchte, ist eine kleine Stufe, auf die wir uns immer hinsetzen können. Man muss sich auch mal ausruhen können, oder? Oder manche Treppen würden besser aussehen. Irgendwie schon. Dann machen wir uns hier so eine kleine Eckcouch hin. So war das nicht geplant. So war das geplant. Dann packen wir hier noch ein paar Teppiche hin. Ich finde, das sieht schon viel gemütlicher aus. Die Banner würden dann sogar vielleicht besser ans andere Ende passen. Oh, das ist perfekt. So, und jetzt ist unser ganzes Zelt mit Teppichen ausgelegt. Wir haben einen Sitzbereich. Ein deutliches Upgrade zu vorher. Nein! Was ist mit Edgar passiert? Das fällt mir jetzt erst auf, aber was ist hier passiert? Das kann ja nicht wahr sein. Wir müssen ihn würdevoll beerdigen. Aber wie ist das passiert? Vielleicht kann ich das im Replay-Mod rausfinden. Also habe ich die Replay-Mod-Aufnahme geöffnet und ziemlich schnell rausgefunden, was schiefgelaufen ist. Sag bloß, Edgar ist ertrunken. Wieso kommt er denn da nicht raus? Nein, er ertrinkt tatsächlich. Edgar ist einfach ertrunken. Oh, ist das dämlich. Das kann ja nicht wahr sein. Das allererste, was wir jetzt machen, ist erstmal den Wasserbereich anzupassen. Ich möchte nämlich nicht noch einen zweiten Edgar verlieren. Es wird schon wieder Nacht. Wohin ist denn der ganze Tag verschwunden? Ich wollte eigentlich direkt etwas unternehmen, aber jetzt hatten wir das Unglück mit Edgar und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern. Und ich würde sagen, hier ist der perfekte Ort, um Edgar zu beerdigen. Hier kommt das rohe Schweinefleisch rein. Wir bedecken das Ganze mit grober Erde. Dann wird das Ganze nicht wieder mit Gras überwachsen, sondern das bleibt so und man erkennt, dass hier das Grab ist. Und wir platzieren ein paar Mauern. Edgar 1, 2024 bis 2024, starb an seiner eigenen Dummheit. Das nenne ich mal eine würdevolle Beerdigung und es fängt auch noch genau in diesem Moment an zu regnen. Was für ein passender Moment. Denn das nächste, was ich machen wollte, ist es, einen Meme-Baum einzuführen. Ihr wisst es, Luca hatte auf der Insel immer diesen einen Baum, der irgendwelche Sachen gesagt hat. Ich fand das Ganze extrem lustig. Also machen wir das Ganze einfach mal hier auf diesem Baum neben den Tieren. Und wir gucken mal, was der Baum heute für uns zu bieten hat. Was, Bruder? Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, bevor wir mit dem Minenschacht beginnen. Aber vorher müssen wir einfach unser Feld ernten. Denn wir haben absolut gar nichts mehr zu essen. Und es scheint, als wäre hier auch schon so einiges gewachsen. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Weizen. Das reicht für eins, für zwei Brote. Eine Karotte ist hier auch gewachsen. Beschweren kann man sich ja normalerweise eher weniger. Okay, wir haben hier einen Wolf. Oh, sieht das süß aus, wie er Wasser abschüttelt. Wir haben jetzt ganze 13 Weizen. Und das reicht, um uns 4 Brote zu machen. Damit können wir auf jeden Fall unseren... Das ist nicht wahr! Wie ist er hier reingekommen? Das ist die traurigste Folge aller Zeiten. Du! Look at the mess you've made. Nothing left to find. I'm just a piece you see. Rest you left behind. Sorry I got overzealous. Real love just makes me jealous. Ich würde mich so gerne an dir rächen. Soll ich es tun? Ich muss dich gehen lassen. Ich
will mich nicht auf dein Niveau herabbegeben. Das ist einfach nur traurig. Wie ist er hier reingekommen? Ich habe doch extra überall geguckt, dass man hier nicht reinkommt. Okay, ich glaube, wir haben die Stelle gefunden. Wie ist er hier reingekommen? Wie hat er das geschafft? Oh Mann, wie ist er hier reingekommen? Er kann springen! Das wusste ich nicht! Ich bin echt so am Ende. Wir haben Edgar und Sean verloren. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen eine weitere Beerdigung organisieren. Ich glaube, noch nie hat ein Regen so perfekt gepasst wie heute. Zwei Erde haben wir sogar noch, als wäre es ein Zeichen gewesen. Wir platzieren die Truhe, die Wolle, das Fleisch, die Erde und das Kreuz. Oh oh, es scheint schon wieder dunkel zu werden. Wir haben keine Fackeln dabei. Wir müssen schnell zurück in unser Zelt. Es ist schon der zweite Tag vorbei in dieser Folge und alles, was wir geschafft haben, war zwei Tiere zu verlieren. Immerhin hört jetzt der Regen auf. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Hey, kleiner Kollege. Ich möchte euch etwas zeigen, wofür wir in das Eisbiom gehen müssen, was wir letztes Mal gefunden haben. Wir machen uns einfach mal auf den Weg. Und hier werden wir hoffentlich ein paar kleine, süße Pinguine finden. Ich habe nämlich eine richtig coole Pinguin-Mod gefunden. Und die musste ich einfach reinmachen. Ist aber auch extrem cool, dass wir hier direkt nebenan so ein Eisbiom gefunden haben. So, können wir denn hier aussteigen? Nee, so hoch können wir nicht springen. Können aber einen Eisblock abbauen. Pinguinchen, wo seid ihr? Hallo? Müssten hier nicht eigentlich schon ganz viele sein? Also ich sehe keine Pinguine. Das kann ja nicht wahr sein. Wo sind die denn? Heute läuft doch überhaupt gar nichts nach Plan. Ach, was soll's. Irgendwann im Projekt werden wir schon noch auf Pinguine stoßen. Und dann wird es hoffentlich umso schöner sein. Und nachdem wir zwei Tiere verloren haben und unsere Pinguin-Expedition fehlgeschlagen ist, wird es endlich Zeit, mit dem Minenschacht anzufangen. Ich glaube, hier in dieser Felswand wäre der perfekte Spot, um den Eingang zu bauen. Wir graben uns einfach mal hier ein paar Blöcke rein. Und als allererstes bauen wir den klassischen 2x1-Gang nach unten. Und dann werden wir das Ganze hier auf jeden Fall dekorieren. Unser Feld hat wieder Früchte getragen, wir haben wieder mehr Weizen zum Abbauen. Ein paar Karotten sind aufgewachsen, so langsam kommen wir über die Runden. Das freut mich sehr zu sehen. Wir können uns erneut drei weitere Brote machen. Und damit sollten wir jetzt bereit für den Weg nach unten sein. Ich hoffe sehr, dass wir schnell auf das erste Eisen stößen werden. Dann können wir uns hier nämlich deutlich schneller mit einer Eisenspitzhacke runtergraben. Und da ist auch schon das erste Kupfer und die erste Kohle. Jetzt geht es erstmal nur darum, so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Sehe ich hier etwa unser erstes Eisen? Perfekt. Damit wird sich unser Weg jetzt um einiges beschleunigen. Und schon haben wir unsere erste Eisenspitzhacke. Boom. Wow, das ist deutlich schneller. Habe ich hier etwa gerade Wassertropfen gesehen? Tatsächlich. Wir sind hier auf eine Höhle getroffen. Das ist ja cool. Wir haben hier zum Glück diese Magmasteine. Da können wir hier atmen. Und wir haben auch hier direkt mehr Eisen. Das nehme ich sehr gerne mit. Dauert jetzt natürlich viel länger, das abzubauen, weil wir unter Wasser sind. Und jetzt schwimmen wir einfach mal zurück. Ich glaube, die Höhle ist noch nicht ganz tief genug, damit wir hier wirklich seltene Sachen finden können. Redstone und Diamanten sowieso nicht. Wenn, dann Gold. Aber ich glaube, das können wir unten auch viel besser tun. Warte mal. Ist das das, was ich glaube? Wenn ich jetzt die Fackel in die Hand nehme, sehe ich dann Diamanten! Let's go! Die allerersten Diamanten! Einfach auf dem Weg nach unten! Nicht mal, wenn wir unten ankommen bei dem besten Level. Nein, einfach auf dem Weg. Also, ich will mich auf jeden Fall nicht beschweren. Wow! Das fühlt sich gut an. Und direkt auf so eine große Quelle. Wie viele sind das denn? Wow, es geht noch weiter. Einfach so 6 Diamanten gefunden. Und was wir uns jetzt direkt machen werden, unsere allererste Diamantspitzhacke. Warte mal, was ist das hier? Das ist eine Höhle. Und ein Minenschacht. Wir haben einen Minenschacht gefunden. Wir graben uns einfach mal vorsichtig hier rein. Wir sind mittlerweile auf Höhe minus 24. Und es geht da noch scheinbar ein ganzes Stück runter. Also das ist genau das, was wir gesucht haben. Gold. Sehr schön. Das brauchen wir gleich für die Redstone-Schienen. Und das ist so eine fette Quelle direkt. Wie viele sind das? 11 Golderze aus einer Quelle. Das ist auf jeden Fall alles. Das ist gefährlich. Wir bauen uns mal langsam nach unten. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben nur eine Axt. Wir haben gar kein Schwert. Oh,
Wir haben Redstone gefunden, sehr gut. Es ist so schwer, hier irgendwas zu erkennen. Wieso muss es denn so dunkel sein? Wir haben eine Truhe gefunden, sehr gut. Ach komm schon, keine Fackeln. Was ist denn hier? Mein Herz hat so schnell geschlagen auf einmal. Wir nehmen uns eine Fackel hier wieder mit. Perfekt, sie ist auch noch runtergefallen. Jetzt können wir immerhin ein bisschen mehr erkennen. Oh, noch ein Zombie. So. Ah, Skelett. Oh nein. Ich glaube, wir werden das hier nicht überleben. Wir brauchen mehr Fackeln und mehr Essen. Wir brauchen eine Trilliarde Fackeln. Immerhin haben wir den Fund des Jahrhunderts gemacht. Das ist so eine riesige Höhle. Wir müssen uns zurückziehen und besser vorbereiten. Wir haben uns so tief runtergebaut. Guckt euch an, wie lang dieser Weg nach unten ist. Hier haben wir Kohle. Ich hätte sie direkt mitnehmen sollen auf dem Weg nach unten. Es scheint gerade die Sonne unterzugehen oder aufzugehen. Eins von beidem. Ah, sie geht gerade auf. Wir waren die ganze Nacht im Minenschacht. Wir können uns aber auch tatsächlich mal eine Diamantaxt machen. 3 Diamanten hatten wir ja noch übrig. Und ich glaube, damit sind sie sehr gut investiert. Ein riesiges Upgrade von der Steinaxt. Und wir können mal die ganzen Bäume hier fällen, die wir hier haben. Hallo Edgar. Ich weiß, du lebst jetzt mit einem Wesen zusammen, wegen dem Sean von uns gegangen ist. Aber ich hoffe, du kommst klar damit. Und du, mit dir werde ich mich noch später befassen. Ein Apfel. Ganz viele Äpfel. Unfassbar, wie viele Sachen Bäume droppen. Jetzt heißt es aber erstmal, unsere Mission fortzusetzen. Fast vergessen, wir müssen ja noch eine ganze Menge Bäume vorher anpflanzen. Eichenholz wird nämlich ein extrem wichtiger Teil bei unserem Bauwerk werden. Und auf dem Weg nach unten können wir schon mal den ersten Schritt machen und den Gang hier auf 3 Blöcke Höhe erweitern. Oh nein, dieses Wasser ist so nervig. Wow, jetzt ist es sogar ganz praktisch. Wir werden einfach automatisch runtergespült. Und wir sind unten angekommen. Das hat Spaß gemacht. Als erstes platzieren wir hier mal unsere ganzen Öfen und fangen an, alles durchzubraten, was wir haben. Erstmal haben wir ein bisschen Eisen. Wir haben etwas Gold. Und hier können wir noch eine weitere Kohle reinpacken für alle Fälle. Als erstes möchte ich diesen kleinen Bereich hier ausleuchten. Denn wenn hier schon mal nichts spawnt und mich jederzeit überraschen kann, wäre das schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Oh, da ist schon ein Zombie gespawnt. 2 Zombies, okay. Sollten wir aber hinkriegen. Wir haben jetzt eine Diamantaxt. Wie weit zieht sich denn diese... Oh, ein Skelett. Die Kollegen erschrecken mich immer. Oh, 2 Creeper. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Okay. Einen haben wir erledigt. Hier ist ein Loch. Wir können ganz entspannt aus der Entfernung killen. Das ist ja mal was. Oh, hier fallen wir richtig tief. Da dürfen wir auf gar keinen Fall reinfallen. Wir sollten auf jeden Fall die Löcher hier zupflastern, bevor wir darüber gehen. Bisschen Eisen haben wir noch, sehr gut. Den Bereich haben wir offiziell komplett ausgeleuchtet. Was für eine riesige Höhle haben wir hier gefunden. Diese Höhle ist der absolute Hammer. Jetzt müssen wir uns nur noch da irgendwie durchkämpfen, ohne zu sterben. Wir haben zwar nichts mehr zu essen, wir sollten also auf gar keinen Fall weiteren Schaden nehmen. Wir haben aber eine ganze Menge Fackeln. Erstmal können wir uns hier das Redstone mitnehmen. Ich habe eigentlich mit ein bisschen Strip Mining gerechnet, um an die ganzen Materialien zu kommen. Und jetzt sind wir einfach auf die Höhle des Jahrhunderts gestoßen. Was haben wir hier in der Truhe? Okay. 3 Fackeln. Hätten wir vorhin besser gebrauchen können, aber immerhin. Und ein Name Tag. Den hätten wir Sean geben müssen. Oh, ein Skelett. Oh nein. Ich habe gerade gesagt, wir sollten am besten keinen weiteren Schaden nehmen. Und dann werde ich direkt von einem Skelett abgeschossen. Das steht direkt hier hinter der Wand. Können wir das? Sehr gut. Okay, perfekt. Oh nein, ich... Ah! Zombie! Der kam halt von hinten. Wo kommt der denn her? Ach, der ist wahrscheinlich da runtergedroppt. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier oben noch so ein Gang ist. Zum Glück ist da kein Creeper runtergefallen. Okay, wir müssen viel vorsichtiger vorgehen. Ich fühle mich alles andere als wohl, hier lang zu laufen. Es sind überall so kleine Spalte in der Wand, wo jederzeit ein Monster rauskommen könnte. Unsere Fackeln sind auch schon zur Hälfte aufgebraucht. Und wir verlieren immer mehr Hunger. Diamanten! 2 Stück nur, aber auf jeden Fall besser als nichts. Ich habe immer so eine Angst, hier um die Ecken zu gehen. Wir gehen einfach mal hier lang. Oh nein, Skelett. Da gehen wir doch nicht lang. Oh, Redstone, sehr gut. Nur 1, aber jedes Redstone zählt. Gold, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein. Bitte. Oh nein. Ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind. Wo sollen wir langlaufen?
Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, 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 okay. Oh oh. Nein! Oh, was soll das denn sein? Okay. Wir haben 5 Minuten, bis unsere Items hier spawnen. Das können wir nicht zulassen. Eisenspitzhacke, Steinaxt. Mehr haben wir nicht. Und ab in die Höhle. Wir müssen unsere Items retten. Zum Glück haben wir uns hier nicht mit den Kopf die ganze Zeit an. Das heißt, wir kommen schnell nach unten. Okay, hier haben wir zum Glück am Eingang schon mal alles ausgeleuchtet. Eine Fackel nehmen wir uns mit. Wo sind wir langgelaufen? Ich glaube, das ist schon hier unten, oder? Kann das sein, dass wir hier reingefallen sind? Ja. Oh mein Gott. Wir haben alles, wir haben alles. Wir haben unser Zeug. Okay. Schild in die Aufhören, das ist das Wichtigste. Erstmal alles ausleuchten hier. Ich bin vorhin fast in die richtige Richtung gelaufen, aber ich bin einmal falsch abgebogen und dann saß ich in der Falle. Und Diamanten. 2 Quellen direkt. Sind zwar bestimmt nur ein paar kleine Quellen, aber trotzdem der Hammer. Okay, so klein jetzt auch nicht. 5. Wow. Dieses Gold hier müssen wir uns auch mitnehmen. Hoffentlich werden wir dieses Mal von keinem Skelett runtergeschossen. Ah! Nein, okay, ich bin raus. Ich bin raus hier. Das war's. Ich hatte niemals vor, hier so eine XXL-Riesenoperation zu machen. Was ist das denn hier geworden? 14 Gold haben wir gefunden. Und 12 Eisen immerhin. Oh nein, sag bloß nicht, es ist Nacht draußen. In dem Fall müssen wir das Zombiefleisch essen. Ich dachte nicht, dass wir wieder an dieser Stelle ankommen. Wie an Tag 1 damals, aber anders können wir uns nicht hochheilen. Okay, wir sind wieder auf 8 Herzen. Wir haben unser Schild bereit. Bitte, bitte, bitte. Lauert hier nirgendwo ein Creeper? Ich dachte schon, woher kommen die Partikel, aber das kommt ja vom Zombiefleisch, das wir gegessen haben. Ich glaube, die Luft ist rein. Okay, wir sind in unserem Zelt und wir können uns hinlegen. Was war das für ein riesiger Ausflug? Oh, ich muss echt einen Moment durchatmen. Wow, das sieht ja mal prächtig aus. Das können wir hier alles mitnehmen. 44 Weizen. Okay, jetzt zahlt sich das Feld richtig aus. So, das halbe Feld ungefähr machen wir Karotten. Und hier können wieder Weizen hin. Jetzt haben wir erstmal genug Essen. Ich würde sagen, unser Bett nehmen wir temporär auch mal dahin, damit wir nicht immer hier rüber zum Zelt laufen müssen. Eine Diamantschaufel können wir uns nochmal. Und mit einer neuen Diamantschaufel fangen wir jetzt an, den Minenschacht auszugraben. Jo, was macht der Wolf einfach da unten? Du hättest mir zumindest auch mal ein bisschen gegen die ganzen Monster vorhin helfen können. An dieser Stelle ist leider auch der Sound ausgefallen. Deswegen erzähle ich euch so, was passiert ist. Den Rest der Folge habe ich Schritt für Schritt den Minenschacht gebaut. Zuerst mit ein paar Holzstämmen und Zäunen. Dann kamen die Schienen hinzu. Und am Ende haben wir am Eingang noch Blätter platziert. Um die Schienen auszutesten, darf natürlich auch nicht fehlen. Wir sind nicht ganz fertig geworden, also werden wir das am Anfang der nächsten Folge beenden. Schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare, wie das Ganze schöner werden könnte. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um die nächste nicht zu verpassen. Ich versuche alle paar Tage hochzuladen. Und damit haut rein, Leute. Ciao!